aber das habe ich schon vermutet nach Ihren Fragen, dass Sie das gleich auch sagen werden. Aber kein Problem. Wir können das auch von unserer Seite das auch aktivieren. Das ist überhaupt kein Thema. Ah ja, da genau. 850, aber da sind ja noch 9 Cent. Wie bitte? Jetzt steht hier nicht 850, hier steht 850 und 9 Cent. Aha, 9 Cent sind Problem. Na, Sie sagten ja 850. Genießen Sie Ihr Tag schon und jetzt werden wir Ihre Telefonnummer an die chinesische Börse weiterleiten, ja, und jetzt werden Sie 100 Anrufe pro Tag bekommen. Also hallo, ich grüße euch zum zweiten Teil des Videos. Wenn du den ersten Teil des Videos verpasst haben solltest, dann klicke einfach hier oben rechts auf das Infosymbol und gelange zum ersten Teil des Videos. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit der Fortsetzung vom gestrigen Video. Ja, drücke ich mal drauf. Und wenn Sie das geklickt haben, sagen Sie mir nur bitte, wie weit Sie sind, was sehen Sie genau? Jetzt kommt bei mir Fehler 500. Was kommt bei Ihnen? Fehler 500. Fehler 500. Ja, und mein Browser meldet jetzt hier so eine Meldung, dass die Verbindung abgebrochen wurde, weil Betrugsversuche von dieser Webseite gemeldet wurden. Oh, wirklich, ja? Ja. Betrugsfall. Jetzt hat im Internet gesagt, dass es ein Betrugsfall ist, ja? Na, hier mein Antivirenprogramm hat die Seite blockiert und aha, dann steht jetzt hier, die Seite wurde wegen Betrugsversuch gemeldet. Oh, wirklich, ja. Das kann ich Ihnen gleich sagen, dass das nicht möglich ist, ja? Aber das habe ich schon vermutet nach Ihren Fragen, dass Sie das gleich auch sagen werden, aber kein Problem. Wir können das auch von unserer Seite das auch aktivieren, das ist überhaupt kein Thema. Ja. Ja. Möchten Sie, dass wir das von unserer Seite das aktivieren? Das kann ich Ihnen alle Ihre Daten von dieser Karte gleich hier eingeben. Einmalig natürlich und wir können das von unserer Seite aktivieren, wenn Sie schon mit Ihrem Browser Probleme haben. Ja, wenn es ja an meinem Computer nicht geht, dann wäre es besser, wenn Sie das machen, ja. Okay, super, schön. Dann sagen Sie mir bitte nur eine Sekunde, ich werde das alles für Sie hier vorbereiten. Mhm. Okay, also, könnten Sie mir bitte nur sagen, Sie haben eine Visa-Karte? Genau, ja. Okay, super. Diese Visa-Karte beginnt mit 4, richtig? Meinen Sie, da muss ich eben mal schauen. Ja, bitte. Mal gucken, wo ich das abgespeichert habe. Also, ah ja, genau, mit einer 4 beginnt die. Okay, wie geht die Nummer weiter, Herr Schneider? Dann haben wir die 9,5. Nur eine Sekunde. 9,5. Genau, dann die 1,0,0,0,3. 1,0,0,0,3. Ja, genau, und dann die 7,2,5,7,4,5,7,5. Langsam bitte, 2. 2,5. Okay. Dann die 7,5,4,5. 7,5,4,5. Warten Sie, jetzt bin ich selber durcheinander. Also die 2,5,7,4,5,7,5. Okay. 5,7,5. Okay, ich 5,7,5. Genau. Es fehlt da noch eine Nummer. Dann sagen Sie mal nochmal die Nummer. Also 4,9. Ja. 5,1. Ja. 3 mal die 0. Ja. 3. Ja. 2,5. Ne, da kommt noch eine 7. Also, wo? Also die 3,7,2. 3,7,2, aha. Okay, dann sollte es richtig sein. Also, 0,0,3,7,2,5,7. Mhm. 4,5,7,5. Genau. Okay, super. Könnten Sie mir bitte sagen, bis wann die Karte gültig ist? Das ist 12,25. 12,25, super, Herr Steiner.
nur noch die 3-Nummer auf der Rückseite von der Karte, bitte. Die CVV-Nummer brauchen Sie da, glaube ich, ne? Ja, so ist es. Ist ein bisschen schlecht zu lesen. Das müsste sein die 135. Könnten Sie das nochmal prüfen, ob das sicher sind? Ja, doch, müsste 135 sein, ja? Wie bitte? 135. 135. Ja, genau. Okay, nur eine Sekunde. Und Ihre aktuelle E-Mail-Adresse ist Gerold Steiner @mdcc fun.de. Ja, genau. Okay. Nur eine Sekunde. Okay. Also, was wir hier machen werden, wäre ein einmaliger Transfer in Höhe von 850 Euro von Ihrer Kreditkarte mit Endziffern 4575 auf Ihr privates Handelskonto bei Capital Akademie für die vollautomatische Softwareaktivierung. Sind Sie damit einverstanden, ja? Ja. Okay, super. Dann werde ich das so gleich weiterleiten. Ja. Ich brauche Sie natürlich noch in der Leitung, damit wir nur prüfen natürlich, ob das alles in Ordnung ist und ob wir das geschafft haben. Ich habe das schon an meine Finanzabteilung weitergeleitet. Sarah Vollmond ist auch bei mir da, also wir werden das zusammen alles natürlich aktivieren. Sagt mir nur bitte in der Zwischenzeit natürlich, Sie werden von uns auch 2 E-Mails bekommen, wie schon gesagt, also alle unsere Kontaktdaten, wenn Sie das auch benötigen, Sie werden auch meine persönlichen Kontaktdaten bekommen. Das heißt, wenn Sie aus irgendwelchem Grund Ihr Mentor nicht bekommen könnten, natürlich könnten Sie mich dann anrufen oder schreiben, dann werde ich das irgendwas für Sie natürlich auch machen, wenn das also sozusagen okay ist. Zweitens auch natürlich, könntest du mir nur bitte sagen, Ihr Geburtsdatum? Ja, das ist der 17.07.92. 92. Ja, genau. Okay, und sind Sie verheiratet? Nein. Also ledig. Okay, super. Nur eine Sekunde, ich prüfe das gleich in meiner Finanzabteilung. Also Sie haben keine Erfahrungen bis jetzt in Branche Online-Trading? Nee, noch gar nicht. Bin ich bei Ihnen jetzt auf Lautsprecher? Nee. Okay. Dann warten wir ein bisschen, bis wir prüfen, ob das alles in Ordnung ist. Könntest du nur bitte in der Leitung bleiben? Ich melde mich bei Ihnen. Also ich bin da natürlich auch. Bitte nicht auflegen. Ich gehe kurz zu der Finanzabteilung, nur zu prüfen, natürlich, ob das alles in Ordnung ist. Ja? Ja, okay. Danke. Da sie sich für die komische Überprüfung recht viel Zeit genommen hat, habe ich hier an dieser Stelle natürlich wieder etwas geschnitten. Und auch in den nächsten paar Minuten kommen öfters nochmal kurze Pausencuts dazu, da die Dame sich wirklich sehr, sehr viel Zeit zum Überprüfen genommen hat. Für den, den es interessiert, das komplette Telefonat mit der Firma hat im Original insgesamt 40 Minuten gedauert. Bitte nur noch eine Minute in der Leitung bleiben, danke. Danke für Ihre Geduld, nur noch ein paar Minuten dauert das. Danke. Okay. Das ist aber auch seltsam, warum die Daten wohl nicht funktionieren. Okay, ja, also das ist eine Visa-Karte. Ja, genau. Aus USA, richtig? Ja, so, also haben Sie eine andere Karte vielleicht? Meine normale Bankkarte habe ich dann noch. Okay, also normale Bankkarte, andere Kreditkarte haben Sie nicht? Okay, leider mit dieser Karte können wir das nicht aktivieren. Also es geht leider nicht. Wir haben die Fehlermeldung bekommen. Okay, das ist ja schade. Und nun? Wie bitte? Und nun? Jetzt haben wir die Möglichkeit, das mit Online-Banking zu machen, wenn Sie Online-Banking benutzen.
Nee, ich habe nur, wo ich dann zur Bank laufen muss. Und dann stecke ich da so einen Zettel rein. Wie bitte? Na, ich muss dann da so einen Zettel hinbringen. Also am Computer kann ich das nicht machen. Also am Computer haben Sie kein Online-Banking oder dass Sie im Internet sich einloggen könnten und mit Online-Banking die Transaktion tätigen könnten? Nee, sowas habe ich nicht, nee. Haben Sie vielleicht, also Sie haben keine Erfahrung in dieser Branche, das heißt, Sie könnten auch nicht mit Krypto bezahlen, ne? Nee, sowas habe ich auch nicht. Sowas haben Sie auch nicht. Okay, kein Problem. Dann einzige Möglichkeit bleibt hier, dass Sie einfach zur Bank gehen und dann die Transaktion zu tätigen. Wir können Ihnen per E-Mail auch die Überweisungsdaten zukommen lassen und dann könnten Sie einfach das alles prüfen, natürlich auch, und zur Bank gehen, wenn Sie Zeit haben, und die Transaktion zu tätigen. Nach dieser Transaktion könnten Sie einfach nur Foto von der Transaktion zu schicken, als Beleg sozusagen, und sobald wir E-Mail von Ihnen bekommen, ein Foto, melden wir uns bei Ihnen und auf diese Weise können wir das für Sie aktivieren. Natürlich, wenn Sie Interesse haben. Ja. Können wir das so machen, ja? Ja. Okay, super. Dann gleich jetzt bekommen Sie E-Mail von meiner Seite. Sie könnten einfach auf E-Mail antworten und, also nicht jetzt gleich, sondern wenn Sie die Transaktion tätigen, wann können wir von Ihnen das Foto erwarten? Ich würde, wenn ich das jetzt bekomme, dann, jetzt haben wir ja Montag, ja, also bis morgen könnte ich das machen. Bis morgen schon, okay. Also wir können uns dann morgen gegen 12 Uhr nochmal hören. Wäre das für Sie in Ordnung? Ja, das sollte passen. Okay, super. Ich schreibe das gleich in meinem System. Das passt auch bei mir gut. Also entweder melden wir uns, also ich persönlich oder Frau Sarah wird sich bei Ihnen melden, weil Sie brauchen noch einen Call, mit dem Sie sich dann verbinden werden, mit Ihrem persönlichen Mentor. Weil wir noch nicht wissen, natürlich, wie heißt er oder sie, also nach Ihrem Profil werden wir für Sie den passenden Mentor auch finden. Sobald wir von Ihnen Foto bekommen, melden wir uns bei Ihnen. Es ist nur sehr, sehr wichtig, ich werde Ihnen jetzt einen Code geben. Ja. Also unser Code für diese Aktivierung für morgen ist 333. Moment, das muss ich mir aufschreiben, das kann ich mir sonst nicht merken. Okay. 333, ja. Ja, 333. Ja. Könnten Sie einfach schreiben. Also Sarah Wohlmuth oder Rebecca Schwast, aber auf jeden Fall, wenn irgendjemand Sie bei Ihnen melden und möchte mit Ihnen was aktivieren, bitte nur nach Code fragen. Bitte nicht Code im Voraus sagen, ja? Ach so, also das war schon der Code, die drei Zahlen. Ja, 333, so ist es. Ach so, wollen wir da nicht noch irgendwas anderes dazu packen, dass das nicht so einfach ist? Nein, 333 ist genug. Ach so. Und also zur Zeit, also das ist nur für die Aktivierung. Nach der Aktivierung werden Sie einen anderen Code für Ihren persönlichen Mentor bekommen. Ach so, da kriege ich dann nochmal einen anderen. Und so ist es. Muss ich dann auf der Seite noch irgendwas machen? Nein, auf der Seite müssen Sie nichts mehr machen. Wir werden das alles von unserer Seite für Sie aktivieren, wenn Sie das Foto zukommen lassen, und dann ist die Arbeit für Sie erledigt, sobald der Mentor Sie anruft. Okay. Okay, super. Dann machen wir so, also morgen gegen 12 Uhr werden wir uns bei Ihnen melden. Bis morgen, bis 12 Uhr, wenn möglich, bitte nur Foto von dem Beleg zukommen lassen, und wir werden uns dann auf jeden Fall bei Ihnen melden und das alles für Sie regeln, auf jeden Fall. Okay, und wann kriege ich denn die E-Mail mit den Bankdaten? Sie bekommen das gleich. Ach so, aber die haben Sie jetzt noch nicht verschickt. Noch nicht verschickt, jetzt werde ich Ihnen das gleich schicken, nach dem Gespräch. Ach so, dass die auch ankommt. Ach so, nach dem Gespräch. Na, können Sie die nicht gleich? Ja, ich kann das gleich zukommen lassen, nur eine Sekunde. Ja, jetzt schicken die Leute Ihnen auch die Überweisungsdaten zu, nur eine Sekunde. Ja, E-Mail ist raus. Wissen Sie, ob Sie das bekommen haben? Ja, dann gucke ich da mal nach. Ist noch nichts da.
Brechen Sie vielleicht den Spam-Ordner. Unsere E-Mail-Adresse ist service.desk@kapital-akademie.de. Dann gucke ich da auch nochmal nach. Ja, bitte. Ist noch nichts angekommen. Okay, nur eine Sekunde bitte. Ja. Also Ihre E-Mail-Adresse gerold.steiner@mdccfan.de. Ja, das G und das S bei Gerold Steiner haben Sie aber groß geschrieben. Wie bitte? Das G und das S bei Gerold Steiner haben Sie aber groß geschrieben. Nee. Das muss groß. Bei E-Mail-Adresse ist das egal. Ach wenn so. Sie das ja. So, jetzt muss ich, ah ja, genau, jetzt ist hier eine E-Mail angekommen. Okay, super. Überweisungsdaten steht da drauf. Ja, so ist es, ja, so ist es. Aber warum ist das Konto denn im Ausland, wenn Sie in Düsseldorf sitzen? So funktioniert das wegen Online-Trading. Sie wissen schon, also die Börse ist in USA, deswegen funktioniert das so. Und Sie haben auch eine Karte aus USA und deswegen funktioniert das so, ja. Okay. Und ja, ein Auslandsauftrag ist es auf jeden Fall. Ah ja, da genau, 850, aber da sind ja noch 9 Cent. Wie bitte? Jetzt steht hier nicht 850, hier steht 850 und 9 Cent. Aha, 9 Cent sind ein Problem. Na, Sie sagten ja 850. Und jetzt ist es ja auf einmal mehr. Ja, auf einmal mehr. Nein, es ist nicht auf einmal mehr. Sie wissen schon, dass Sie auf unserer Webseite waren. Es war 1000 Dollar. 1000 Dollar ist am heutigen Kurs 0,9 Cent mehr. Ich entschuldige mich dafür. Deswegen werden Sie von unserer Seite 10 Euro Bonus bekommen, weil Sie 9 Cent mehr auch bezahlen werden. Ich entschuldige mich dafür. Okay. Sie wissen schon, mit dem Kurs ändert sich manchmal von Tag zu Tag, also deswegen nur. Also wie wir schon das gesprochen haben, Überweisungsdaten haben Sie jetzt. Wir werden uns dann morgen um 12 Uhr nochmal hören. Und dann natürlich, wenn Sie das alles transferieren, dann werden wir für Sie natürlich Konto aktivieren, ja? Dann bedanke ich mich, dass Sie Ihre Zeit für mich verschwendet haben. Ja, ich auch. Ich dachte das von Anfang an, kein Problem. Ich wollte nur höflich sein, natürlich wegen meiner Vorgesetzten, aber kein Problem. Genießen Sie Ihren Tag schon und jetzt werden wir Ihre Telefonnummer an die chinesische Börse weiterleiten. Ja, und jetzt werden Sie 100 Anrufe pro Tag bekommen. Also Sie denken Sie überhaupt nicht, dass Sie jetzt eine kluge Person sind. Von Anfang an wussten wir auch natürlich, dass wir mit solcher Person was zu tun haben. Wir wollten nur höflich bis Ende sein werden und einfach Gespräch beenden. Aber jetzt, deswegen werden wir Ihre Telefonnummer an die chinesische Börse weiterleiten. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Danke. Sie sind ja noch dran. Genau, weil sie die ganze Zeit auch wusste, was ihr hier geschieht. Deswegen hat sie auch mit mir 40 Minuten verplempert. Aber grundsätzlich ist das natürlich auch eine sehr seriöse Aussage, dass mich jetzt 100 Leute am Tag anrufen werden und sie werden mich an die chinesische Trading-Seiten weiterleiten. Okay, habe ich kein Problem mit. Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und ansonsten würde ich mich natürlich auch noch über ein Abo freuen. Wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao.